Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gucken wir uns mal hier dieses Bügeleisen von Philips an. Und zwar handelt es sich um das Perfect Care Elite Silence Bügeleisen. So ein bisschen, sage ich mal, der Ferrari unter dem Bügeleisen, kann man das sagen? Also es ist nicht günstig, sagen wir mal so. Ihr habt die Möglichkeit, einen Turbodampfstoß mit 430 Gramm abzugeben. Also da kriegt ihr wirklich die hartnäckigste Falte raus. Es heizt sehr schnell auf. Innerhalb von ein bisschen über 2 Minuten ist es einsatzbereit. Es hat eine super gleitfähige Sohle. Es schaltet sich automatisch nach 10 Minuten in den Standby-Modus. Also die Hitze schaltet sich aus. Das Ding schaltet sich nicht komplett ab, logischerweise. Aber es schaltet sich doch aus. Also wenn ihr mal vergesst und mit der Freundin am Quatschen seid am Telefon, braucht ihr keine Angst zu haben. Hat einen großen Wassertank, 1,8 Liter passen rein. Das Handteil ist sehr leicht. Ich habe vorher eine Bügelstation von Tefal gehabt, auch so eine Dampfbügelstation. Und dieses Handteil wiegt bedeutend weniger. Also es ist mehr als ein Drittel weniger. Es hat gerade mal ein bisschen über 800 Gramm. Und das merkt man schon sehr, wenn man länger bügelt. Und es ist verdammt leise beim Bügeln, was ich auch sehr angenehm finde. Ihr habt hier oben eine Transportsicherung, die könnt ihr rein und raus machen. Ihr habt hier den großen Wassertank, 1,8 Liter, den man gut befüllen kann hier oben. Er ist auch Leitungswasser geeignet, aber ihr solltet schon, wenn ihr wisst, ihr habt sehr kalkhaltiges Wasser, dann solltet ihr schon darauf achten, dass ihr... Machen Sie mal, ich muss mal hier erstmal das... Kamera anders hinstellen, damit ich hier das wieder reinkriege, dann solltet ihr darauf achten, dass ihr doch destilliertes Wasser nehmt. Das Bügeleisen hat zwar eine Entkalkungsfunktion und die macht sich auch automatisch bemerkbar. Das ist hier unten dieser Pünüppi. Wenn ihr entkalken müsst, dann macht sich das akustisch bemerkbar und dann stellt ihr das auf den Rand, dreht hier unten diese Schraube raus und lasst das Wasser mit den Kalkpartikeln ablaufen. Was auch sehr praktisch ist, hatte mein anderes Bügeleisen auch, funktionierte immer sehr gut. Hier kriegt ihr auch angezeigt, wenn ihr wieder Wasser einfüllen müsst. Hier unten ist der ein Ausschaltknopf, aber auch zugleich, na, wie kriege ich es besser drauf, der Turboknopf. Das heißt, wenn ihr diese 480 Gramm Dampfstoß braucht, dann haltet ihr den im eingeschalteten Zustand 2 Sekunden gedrückt. Damit aktiviert ihr den Turbo-Modus oder, wenn ihr den wieder ausschalten wollt, auch wieder 2 Sekunden. Warte mal, ich mache mal das Handteil weg. Hier neben habt ihr die Möglichkeit, auf Eco zu schalten, weil das Bügeleisen an sich ballert immer mit 140 Gramm Dampfstoß raus, was ihr bei den meisten... oder bei sehr vielen Textilien gar nicht braucht. Also ich nutze sehr oft den Eco-Modus und schalte den ein, weil das einfach vollkommen ausreichend ist. Es heizt sehr schnell auf. Also das heißt, wenn ich es jetzt einschalte, habt ihr so ein bisschen Lichtorgel hier. Ihr seht, dann blinkt es hier blau und hier oben pulsiert es auch. Und man hört es so ein bisschen, dass es aufheizt. Und wenn es aufgeheizt ist, was ca. 2 Minuten dauert, dann kriegt ihr auch ein akustisches Signal und dann seid ihr einsatzbereit. Was super ist an diesem Handteil, wie gesagt, es ist sehr leicht. Ach, dann muss man gerade hier die Kabelhalterung rausziehen. Das ist übrigens auch praktisch, wenn ihr das immer verstauen müsst, das Bügeleisen. Dann habt ihr hier an der Seite auch so eine... zeige ich euch gleich, wenn ich jetzt hier die ganze Deko runterschmeiße. Ihr könnt die Kabel hier rein tun, sowohl das Dampfkabel könnt ihr hier rein tun. Das wird dann hier außen rum geführt, hier vorne, und läuft dann hier aus. Und ihr könnt auch das kleine Kabel hier rein tun. Für mich persönlich hätte das Stromkabel ein Ticken länger sein können. Es ist 1,80 Meter. Bei mir in meinem Waschbind ist das sehr knapp. Also ein Tickchen länger wäre bei mir besser gewesen, aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Das Besondere an diesem Bügeleisen ist, erstmal ihr habt eine super Gleitsohle, ihr habt sehr viele
Löschelchen, wo der Dampf rauskommt. Und ihr habt sicherlich schon gesehen, ihr habt keinen Einstellknopf für die Temperatur. Das ist diese Optimal Temp Ausführung und das heißt, ihr könnt egal welchen Stoff, egal ob ihr ganz feinen Stoff wie Seide oder teilweise Synthetiktextilien, die geeignet sind zum Bügeln, ob ihr die bügelt oder Leinen, ihr braucht nichts einzustellen. Ich war da sehr, sehr skeptisch am Anfang, habe gedacht, naja, entweder kriegst du den harten Stoff nicht glatt oder seht ihr, jetzt ist es schon einsatzbereit, oder dir klebt das Leinen nachher unterm Bügeleisen, aber nee, funktioniert. Also komischerweise, es wird alles super glatt, egal welchen Stoff ihr drunter legt, ihr braucht euch keine Gedanken mehr zu machen, habe ich jetzt die richtige Temperatur eingestellt oder oh, ich muss jetzt wieder warten und ihr müsst es nicht vorsortieren und erst die empfindlichen Stoffe bügeln und alles. Ihr könnt da einfach reinbrettern, wie ihr wollt, sage ich mal. Den Dampfstoß löst man hiermit aus. Ihr könnt also einen, ich weiß nicht, kann man es sehen? Kann man schlecht jetzt sehen, ne, auf dem Bild. Also es kommt schon viel Dampf raus. Ihr könnt es gedrückt halten oder wenn ihr zweimal drückt, dann habt ihr einen konstanten Dampfstoß, was mir aber ehrlich gesagt zu viel Dampf ist. Also ich gebe mir den Dampf immer, wenn ich ihn brauche. Und wenn ich jetzt hier diesen 2 Sekunden gedrückt halte, dann schaltet es auf weiß und dann habe ich diesen, ach, ich hoffe, ich kriege ihn gut drauf jetzt, diesen Turbodampfstoß, womit ihr wirklich alles glatt bekommt. Was auch super ist, ihr könnt auch Sachen glätten, die auf einem Bügel hängen. Also wenn ihr jetzt einen Sakko habt oder eine Hose, wo ihr in den Kniekehlen viele Falten habt oder eine Weste, wo ihr hinten am Rücken viele Falten habt, die könnt ihr einfach so mit diesem Turbodampfstoß einfach schnell und super glatt aufbügeln, ohne dass ihr ein Bügelbrett oder irgendwas benötigt. Also das finde ich wirklich sehr, sehr praktisch. Wie gesagt, Turbo, oh, jetzt habe ich es ganz ausgemacht, sorry. Turbo ausschalten ist auch wieder 2 Sekunden drücken. Eco-Modus einschalten ist so und dann habt ihr ein bisschen weniger Dampf eigentlich, aber ihr seht, wie viel Dampf da jetzt hier immer rauskommt. Also das Ding hat richtig Bums. Ihr kriegt alles mit glatt. Noch was noch toll ist, ihr könnt dieses Handteil auf der Wäsche einfach stehen lassen. Es brennt sich nichts ein. Also ich habe es echt ausprobiert mit einem Seidentuch, wo ich dachte, naja, wenn das jetzt mal durch ist, das ist nicht so schlimm. Das Ding über 2 Minuten auf dem Tuch einfach stehen lassen, eingeschaltet. Ich hatte weder eine Farbveränderung noch irgendwie das Tuch schwarz klebend hier unten an der Unterseite. Es hat wirklich, ihr könnt es auch einfach so dann auf eurem Bügeltisch stellen. Es passiert nichts. Das ist richtig klasse. Und ja, ich bin bis jetzt sehr zufrieden damit. Ich habe mich lange gescheut, es zu kaufen, weil es wirklich teuer ist. Es kostet so um die 300 Euro, was natürlich eine ziemliche Hausnummer für ein Bügeleisen ist. Aber jetzt im Nachhinein bin ich wirklich froh. Im Moment, ich habe es jetzt einen Monat in Gebrauch, hält es wirklich, was die Werbung verspricht. Das heißt, es macht alles glatt, es ist schnell warm, es ist sehr einfach, weil das Handteil viel leichter ist als mein normales Bügeleisen. Und einfach in der Bedienung. Es kommt noch mit einer großen Tasche, wenn ihr es immer wegstellen müsstet, was ich nicht brauche. Ich habe ein Bügelzimmer und da kann das immer stehen bleiben. Also es funktioniert alles super gut. Entkalken musste ich bis jetzt noch nicht, aber das wird so funktionieren wie bei meinem anderen Bügeleisen. Dann einfach aufschrauben, also vom Netz trennen, auf die Kante schieben, aufschrauben und die Flüssigkeit rauslaufen lassen. Und ja, also bis jetzt bin ich sehr, sehr begeistert. Das bügelt ratzfatz die Falten raus und alles. Ihr müsst natürlich auch einen Bügeltisch haben, der für Dampfbügelgeräte geeignet ist. Das heißt, wenn ihr noch so diese alten Bügelbretter habt mit diesem durchgehenden Holzbrett oder einem durchgehenden Kunststoffbrett, das funktioniert nicht. Es muss so ein Gitterbrett sein, damit der Dampf auch rauskommt. Weil es ist schon eine Menge Dampf, die dieses Bügeleisen produziert.
Also wie gesagt, es sieht nicht nur schick aus, es kann auch was. Es hat also auch nicht, ja, ist nicht nur hübsch, man kann es auch wirklich gut gebrauchen. Wenn ihr ein neues Bügeleisen kauft oder ja, momentan in der Entscheidungsfindung seid, schaut es euch mal an. Ich kann es wirklich empfehlen. So, vielen Dank fürs Reinschauen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr möchtet und euch das Video gefallen habt. Oder ja, schreibt einen Kommentar unten rein. Freue ich mich immer drüber. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.